Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem Pressbriefing Wasserstoff und die Energiewende in Deutschland. Mein Name ist Sönke Gethge und es freut mich, dass Sie sich heute hier bei uns eingeschaltet haben, um das mal mit einem ganz alten Wort zu sagen. Heute wird sie nun also endlich vorgestellt, die nationale Wasserstoffstrategie, ungefähr in einer Stunde. Wir wollen uns hier in den kommenden 50 Minuten damit beschäftigen, was Wasserstoff für die Energiewende und für den Klimaschutz wirklich kann. Und ob die Strategie der Bundesregierung da den richtigen Schwerpunkt setzt. Ein Wort noch vorher zum Ablauf. Sie können über die Chat-Funktionen Ihre Fragen schon stellen, auch jetzt schon. Aber bitte achten Sie darauf, dass Sie die Fragen an alle Teilnehmer stellen. Dann sieht mein Kollege Ihre Fragen, der sammelt diese und leitet sie dann anschließend an mich weiter. Das erste Wort aber haben unsere beiden Experten. Zu uns in den Briefingraum jetzt geschaltet sind, ich sage das mal in alphabetischer Reihenfolge, Jochen Barth. Er beschäftigt sich am Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel, vor allem mit der technischen Seite der Energiewende. Und Professor Michael Sterner, er leitet an der OTH Regensburg die Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher. Und er hat als erster untersucht, wie Wasserstoff für die Energiewende genutzt werden kann, was heute unter dem Stichwort Sektorkopplung diskutiert wird. An ihn richte ich jetzt mal auch die erste Frage. Was ist denn eigentlich für Sie der kritischste oder wichtigste Punkt in der Wasserstoffstrategie? Also der kritischste Punkt für mich in der neuen Wasserstoffstrategie ist, dass es nach Jahren des Widerstands und des Stillstands endlich eine richtig große Bewegung gibt. Und wenn Sie sich das zurückdenken, Wasserstoff gab es schon lange, aber halt 2009, 2010 haben wir diese Idee Power to Gas, die Verbindung von Strom- und Gassektor in die Welt gestellt. Da hieß es am Anfang noch, ihr seid große Spinner. Aber dann konnten wir halt Unternehmen überzeugen, wie E.ON und Audi, erste Anlagen zu bauen und haben da eine gewisse Pionierrolle eingenommen und hat sich sehr schnell gezeigt, dass beispielsweise die EEG-Umlage ein völliger Hemmschuh für solche eine Entwicklung ist. Und auch damals gab es schon in der DENA Ziele, wie dass wir 1 Gigawatt Elektrolyseleistung aufbauen bis zum Jahr 2020. Das wurde aber immer abgebügelt als nicht notwendig. 2014 haben wir dann Power to Gas, Power to Liquid und Power to Chemicals als Power to X zusammengefasst und das fand das Forschungsministerium sehr, sehr interessant und hat daraus auch Schwerpunkte gemacht. 2015 war dann das Paris Agreement und dann haben unsere Modelle gezeigt, wir schaffen die Pariser Klimaschutzziele nicht, wenn wir nicht auf Wasserstoff und Power-to-X setzen, wenn wir jetzt mal andere Sachen wie Biomasse und CCS außen vor lassen. Und gerade halt in der Stahlindustrie, in der Chemie, in der Industrie, energieintensiven Industrie, aber auch im Verkehr, Schwerlast, Schiffe, Flugzeuge, da hat sich gezeigt, wir brauchen das. Und diese Erkenntnis ist jetzt mittlerweile bestimmt 3, 4, 5 Jahre alt. Und es wurde ja auch immer sehr, sehr viel Wind abgeregelt im Norden, der nicht genutzt werden kann. Da gab es auch einen Zusammenschluss von 6 Wirtschaftsministern, die sich an Gabriel wandten, um zu sagen, bringt doch mal diesen Wasserstoff voran. Es wurde alles meistens blockiert, aber jetzt seit 2, 3 Jahren nach meinem Gefühl ist eben auch die große Industrie wie Stahl und Chemie aufgesprungen und dann gab es die Dieselkommission, an der ich teilgenommen habe und da war auch ganz klar, dass neben der Elektromobilität es auch noch andere synthetische Kraftstoffe braucht, gerade eben für den internationalen Verkehr und das alles mündet jetzt mit dem Druck von Fridays for Future auf der Straße halt auch und Corona halt jetzt in dieser Wasserstoffstrategie. Und ich finde es klasse, dass jetzt hier wirklich 5 Gigawatt Elektrolysekapazität aufgebaut werden sollen bis 2030, weil die Elektrolyse ist die Kernkomponente, dass man auch auf grünen Wasserstoff setzt und statt auf grauen und türkisen und blauen und dass die EEG-Umlage endlich fallen soll und man einen Heimatmarkt aufbaut, um aber letztendlich auch international wettbewerbsfähig zu sein und internationale Kooperationen ausbaut. Und ja, das finde ich alles sehr, sehr gelungen. Das Einzige, was mich verwundert hat, ist die Zusammensetzung des Wasserstoffrats, des Nationalen, weil da halt Personen, jetzt unabhängig von meiner Person, halt drin sind, die halt eigentlich noch sehr wenig oder fast gar nichts zu Wasserstoff und Power2X gemacht haben oder Projekte aufgebaut haben. Da hatte ich eher den Eindruck, da hat man ein paar Laien in Position gebracht, weniger als Experten. Aber das ist so mit schon fast mein einziger Kritikpunkt an der ganzen Sache, weil, wie gesagt, die Branche, der fällt ein Stein vom Herz, dass es jetzt endlich losgeht und nicht wieder die gleiche Story erzählt wird wie bei der Batterietechnologie, wo wir auch jahrelang geforscht und entwickelt haben und dann das Ganze ins Ausland nach
gegangen ist und jetzt kaufen wir es wieder für Milliarden zurück. Also das sollte uns bei Wasserstoff nicht passieren und das tut es hoffentlich auch nicht mit dieser Strategie. Kann ich mal ganz kurz nachfragen, warum ist die EEG-Umlage so wichtig für den Wasserstoff? Ja, selbst wenn Sie Strom geschenkt bekommen, für fast kein Geld, müssen Sie halt alle Steuern, Abgaben, Umlagen zahlen. Und das sind dann halt allein bei der EEG-Umlage schon mal 6-7 Cent. Und die durch den Wirkungsgrad der Anlage geteilt, dann liegen Sie halt mit den anderen Umlagen zusammen bei 20 Cent für eine Kilowattstunde Wasserstoff oder halt auch Erdgasersatz. Und das ist im Vergleich zu dem Gas aus Russland oder Norwegen mit 2 Cent halt der Faktor 10. Und das war immer die Erfahrung bei allen, die da jetzt mutig vorangegangen sind und auf ihre eigenen Kosten Anlagen gebaut haben, unabhängig von den Investitionskosten. Die haben halt immer draufgezahlt. Und selbst wenn sie die Anlage geschenkt bekommen, das war immer ein Hauptkritikpunkt, die Anlage sind zu teuer, oder wenn sie einen Wirkungsgrad von 100% annehmen, also das war der zweite Kritikpunkt, die Anlagen sind zu ineffizient, selbst dann würden sie draufzahlen, weil sie einfach im Betrieb immer Minus machen, weil sie diese steuerlichen Anteile drauf haben, Abgaben, Umlagen, Steuern. Das ist neben einer Quote der Haupthebel für diese ganze Entwicklung. Herr Barth, was sehen Sie als wichtigsten oder kritischsten Punkt der Wasserstoffstrategie? Ich möchte noch mal ganz zu Anfang darauf hinweisen, dass natürlich der entscheidende Hebel für die Energiewende der zügige Ausbau der erneuerbaren Energien ist, insbesondere Photovoltaik und Windenergie. Und das sollten wir auch im Zusammenhang der Diskussion einer Wasserstoffstrategie nicht aus den Augen verlieren. Das sehen wir ja in der nationalen Strategie erwähnt, am Beispiel der Offshore-Windenergie, die zügiger ausgebaut werden soll. Das war es aber auch schon. Also das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und da haben wir auch einen massiven Nachholbedarf. Das sollte man eben jetzt nicht in die zweite Reihe zurückdrängen, sondern das Thema muss auch wieder auf die Agenda. Und das ist ganz wichtig. Es ist nämlich einfach auch so, dass in allen Anwendungen und Sektoren, die sich elektrifizieren lassen, das immer die effizienteste und am Ende auch kostengünstigste Lösung ist, wenn man Strom direkt nutzen kann. Aber es lässt sich eben nicht alles vollständig elektrifizieren. Darüber hinaus haben wir ja auch stoffliche Nutzungen von Erdgas, Erdöl und fossilem Wasserstoff, die heute schon existieren. Aber all diese Ansätze oder diese Nutzungen, die kann man natürlich mit grünem Wasserstoff betreiben und den grünen Wasserstoff dort einführen. Wichtig ist auch zu verstehen, dass wir hier über Langfristziele reden in einem 95%-Szenario. Das heißt, das, was eben in Paris auch vereinbart wurde, das ist im Prinzip die Grundlage und die Rechtfertigung dafür, da jetzt massiv auch in das Thema Power-to-Gas, Power-to-X einzusteigen. Würden wir bei 80% CO2-Minderung aufhören, wäre das gar nicht in dem Ausmaß notwendig. So, dann sind wir also beim 95%-Szenario und da haben wir doch ganz erhebliche Mengen an Wasserstoff und vorzugsweise grünem Wasserstoff, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, was das konkret bedeutet, die wir nutzen werden in so einem System, auch in einem wirtschaftlich optimierten, nachhaltigen System, und die bedienen dann eben, da haben wir eben, sagen wir mal, so ungefähr 600 Terawattstunden, die bedienen dann eben die heute klassischen Wasserstoffanwendungen, Methanol- und Ammoniakherstellung in Raffinerien, auch wenn die in Zukunft etwas weniger natürlich zu tun haben werden, was fossile Kraftstoffe angeht, dann die ganzen Rohstoffe der chemischen Industrie, die heute aus Erdgas, Naphtha und Erdölderivaten bedient werden, auch Kohlenwasserstoffe für die Kunststoffherstellung aus Ethylen sind Beispiele, wo Wasserstoff eingesetzt wird, Hochtemperaturanwendungen in Brennöfen und so weiter. Die Stahlherstellung ist ein Thema, wo sehr hohe CO2-Minderungspotenziale durch Einführung von grünem Wasserstoff bestehen. Und dann kommen wir in den Verkehrssektor. Und auch da, glaube ich, sind hier schon die richtigen Akzente gesetzt. Es muss bei Brennstoffzellenfahrzeugen insbesondere um den ÖPNV gehen, also Busse, Teile des Schwerlastverkehrs, aber auch und dann eben Nutzfahrzeuge und Logistik sind so die Themen, die da auf der Agenda stehen. Das steht natürlich jetzt beim Pkw im Wettbewerb zu batterieelektrischen Fahrzeugen. Das ist wieder das Thema direkte Nutzung des Stromes. Dann internationaler Verkehrs- und Verkehr, Flug- und Seeverkehr, das hatte Herr Sterner schon angesprochen, wo wir dann Power-to-L, also Kraftstoffe, flüssige Kraftstoffe aus grünem Wasserstoff einsetzen werden. Diese Menge, über die ich da spreche, 600 Terawattstunden, die können wir zu ungefähr 20% sinnvoll national erzeugen.
Und dazu sind diese 5 Gigawatt bis 2030 und dann weitere 5 Gigawatt bis 2035 ein erster Schritt. Aber das reicht natürlich bei weitem noch nicht aus. Das wären ungefähr 10% dessen, was geht. Also wir reden dann vielleicht über 50 Gigawatt Elektrolyse, die sinnvoll in Deutschland gebaut werden können. Und den ganzen Rest, in Anführungszeichen, also die 80%, die da noch fehlen, die müssen wir eigentlich importieren oder sollten wir importieren, weil das eben wirtschaftlich sinnvoller im Ausland produziert werden kann. Und das sind dann zum Beispiel Regionen in Nordafrika. Dazu gab es heute auch eine Pressemitteilung des BMZ, wo ein erstes größeres Projekt mit deutscher Finanzierung in Marokko geplant ist. Nordafrika hat eben den Charme, dass man dort über eine Pipeline Wasserstoff nach Europa bringen kann. Auch die Infrastruktur muss erst noch geschaffen werden. Und wenn wir über andere Regionen der Welt sprechen, dann ist das zum Beispiel flüssiger Wasserstoff, der per Tanker zu uns kommt. Also ganz ähnliche Strukturen, wie wir sie heute vielleicht mit Erdgas und Erdöl vorfinden. Aber natürlich muss dann auch national und in Europa müssen auch die Infrastrukturen für diesen Wasserstoff geschaffen werden. Und auch da gibt es ja schon Vorschläge, zum Beispiel Schaffung eines zentralen Wasserstofftransportnetzes durch Umwidmung eines Teils der Erdgasnetze, wie das für den Netzentwicklungsplan 2030 bereits vorgeschlagen wurde. Was wir eben feststellen in unseren Szenarien und Analysen, dass tatsächlich die Infrastrukturkosten nicht der größte Anteil sind der Kosten für die Einführung der Wasserstoffwirtschaft, sondern es sind in der Regel die Investitionen in die Fahrzeuge und in die ganzen Anwendungen, die da kostenbestimmend sind. Aber natürlich muss die Infrastruktur als zentrale Aufgabe auch koordiniert eingeführt werden. Und auch dazu gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen und Maßnahmen, die jetzt vorgestellt werden. Insofern glaube ich, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Das haben Sie ja selber schon gesagt, es gibt eine Reihe von, es gibt eine Prognose, die so um die 600 Terawattstunden für Deutschland für 2050 etwa liegt. 20 Terawattstunden können daraus aus Deutschland stammen. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie viel ist das realistisch? Wie viel macht das in Windrädern? Also es sind 120 Terawattstunden von den 600, also etwa 20%. Da reden wir über etwa 50 Gigawatt Elektrolyseleistung bei 4000 Vollaststunden und das wäre dann auch das entsprechende in Windleistung. Das wären dann, jetzt muss ich kurz rechnen, sind das 1000 Windräder, ne? mit 5 Megawatt Leistung oder eben entsprechend weniger, wenn es kleinere Anlagen sind. Aber das ist so die Hausnummer, um die es da geht. Gibt es denn dafür genug Platz? Mal ganz frech gesagt. Ja, wir haben ein Potenzial von 50 bis 70 Gigawatt Offshore-Wind in der Nordsee. Allerdings, wenn man das vollständig ausbauen würde, dann hat das lokal schon tatsächlich Rückwirkungen auf die Windverhältnisse. Da muss man einen guten Kompromiss finden. Aber diese Mengen würden ja nicht ausschließlich offshore erzeugt, sondern große Teile davon eben auch onshore. Und da ist natürlich der Windausbau auch notwendig und auch der Photovoltaikausbau. International ist das übrigens insofern spannend, als dass man durch die deutlich höheren Windgeschwindigkeiten und höhere Volllaststunden für die Elektrolyseure da auch nochmal zu günstigeren Wasserstoffgestehungskosten kommt, als wir das bei uns haben. Und das begrenzt dann sozusagen wirtschaftlich auch die Menge, die national sinnvoll zu erzeugen ist. Herr Sterner, ich hatte ja schon am Anfang erzählt, Sie haben ja ursprünglich das erste Mal untersucht, wie das mit der Sektorenkopplung, wie die Sektorenkopplung funktionieren kann über Gas. Jetzt ist mein Eindruck, dass wir in der Wasserstoffstrategie über sehr viel reden, über Industrie, über Mobilität reden, über die chemische Grundstofferzeugung, aber wenig eigentlich über diese ursprüngliche Idee der Sektorenkopplung und genügend Energie für schlechte Zeiten anzusparen. Ist das richtig? Kommt die Energiewende hier zu kurz? Also definitiv ist es auch so, da kann ich einem Partner zustimmen, ohne P kein X, also ohne Power kein X. Und es gerät ein bisschen zum Feigenblatt. Das ist auch eine Befürchtung, was wir auch in Bayern beobachten, dass man halt den nationalen Ausbau und die Nutzung der heimischen Ressourcen von Wind und Sonne, die wir gerade im Süden dringend auch brauchen, um die Atomlücke zu schließen, dass das ins Hintertreffen gerät und man halt sagt, okay, wir importieren jetzt den Wasserstoff und teilweise auch aus nicht nachhaltigen Quellen. Wasserstoff kann man auch aus Kohle gewinnen, aus Steinkohle kann man aus Erdgas gewinnen und dann irgendwie aus Südafrika und Australien dran schippern.
Das ist definitiv nicht nachhaltig, weil dadurch verstetigen wir natürlich die fossile Industrie und das CO2, wenn es nicht gespeichert wird, landet genauso in der Atmosphäre. Also von daher ist es das allererste bei uns heimisch, die Quellen auszubauen und in unseren Szenarien, ich habe es gerade mal in den Chat gestellt, weil wir halt auch in Copernicus die ganzen Energiemodelle machen mit 200 Power-to-X-Pfaden insgesamt. Da sehen wir halt, dass wir das Doppelte an Strom brauchen. Ja, und da wirklich an die Grenze der nationalen Potenziale gehen. Und davon landen dann in der Sektorenkopplung, 75% gehen in die Sektorenkopplung und davon 50% in die direkte, effizientere Nutzung des Stroms, also in Wärmepumpen und Elektromobile und alles, was dazugehört, teilweise auch Oberleitungs-LKWs oder was man halt hat. Das nimmt das Modell einfach, weil es einfach sagt, ich will die Potenziale, die ich habe, am effizientesten und kostengünstigsten nutzen. Und also von diesen 75% Strom, 50% rein in Wärmepumpen und Elektromobile. Aber wie Herr Barth auch schon gesagt hat, man kann mit Elektronen nicht alles erreichen. Man muss dann noch zu Molekülen gehen. Und das zeigt sich dann eben gerade eben in der Stahlherstellung, aber auch in den High-Value-Chemicals, also Ethen, Butin und die ganzen Grundstoffe, aber dann auch Ammoniak und Methanol. Methanol ist gerade auch sehr gut zu transportieren. Da hatte ich mit dem Außenwirtschaftsminister, wie er sich selbst bezeichnet, Herrn Gerd Müller, kürzlich ein Gespräch, der auch gesagt hat, er findet Methanol ganz toll, weil es halt einfach sehr gut transportierbar ist und super in die Infrastrukturen passt. Also da sehen wir halt, da geht sehr, sehr viel Strom rein. Natürlich auch in die Papiererzeugung und andere Prozesse. Aber in der Mobilität, eben in den internationalen Verkehr, im Schiff- und Flugverkehr, aber auch im Schwerlastverkehr. Und das wird dann interessanterweise halt dann auch teilweise importiert, weil wir dann einfach an die Grenzen der Potenziale kommen. Also wir hätten die Potenziale, aber halt mit entsprechend geringeren Abständen bei den zur Bevölkerung, gerade bei der Windkraft. Aber theoretisch hätten wir die Potenziale auch in Deutschland. Weil man müsste halt wirklich massiv die Erneuerbaren ausbauen und es ist dann ein Trade-off in der Politik, dass ich sage, ja, ich habe ein Potenzial, das ist wirtschaftlich, das wäre ökologisch sinnvoll, auch für die Heimatwirtschaft sozusagen gut, für die nationale Wirtschaft, weil man halt einfach die Wertschöpfung im Land lässt. Aber da kommt man einfach mit der gesellschaftlichen Akzeptanz an die Grenzen. Und deswegen der Schritt ins Ausland. Und das wird ja auch als neuer Deal zwischen Afrika und EU gehandelt, die neue Brücke zwischen Afrika und der Europäischen Union, dass man halt hier Wertschöpfung vor Ort schafft. Aber das ist meines Erachtens, ich habe selber eben 2 Jahre in Kenia gearbeitet und auch ein bisschen in Argentinien, nicht in Argentinien, in Algerien. Das funktioniert nur, wenn die Leute da vor Ort wirklich auch was davon haben. Das war auch eine Frage vom Herrn Pöttner, die gleich aufrufen kann. Das gleiche Schicksal wie bei Desertec, ja. Die Gefahr steht im Raum. Ich habe 2010 schon oder 2009 in meiner Dissertation veröffentlicht, warum Desertec nicht über Wasserstoff und Methan und so denken, wir haben eine perfekte Gasinfrastruktur von Nordafrika nach Europa, müssen wir nicht neu aufbauen. Das ist der Vorteil. Aber aus der Lebensrealität der Algerier, da hat sich die Bevölkerung verdoppelt in den letzten 20 Jahren, die haben gerade ganz andere Themen. Also da muss man wirklich mit strategischen Partnerschaften rangehen, wie es jetzt das BMZ auch macht. Marokko ist da ein Stückchen stabiler politisch, um da wirklich die großen Potenziale zu nutzen, aber die auch dann teilweise heimisch zu lassen und zu nutzen. Weil sonst hat es keine Nachhaltigkeit. Wenn es reine Exportnummer ist, dann gehen wir da Richtung Kolonialisierung 2.0 und das funktioniert nicht. Also es muss lokal verankert werden, auch politisch abgesichert werden, sonst wird es ein Desertec 2.0. Genau. Ich muss einmal zwischendurch noch eine kleine technische Anmerkung machen. Bitte, liebe Kollegen, richten Sie Ihre Fragen ausschließlich an den Chat, an den allgemeinen Chat für alle und richten Sie sie nicht an einzelne Experten. Sie können hinterher sicherlich nochmal mit den Experten nochmal schnacken oder sie nochmal anrufen. Aber bitte lassen Sie uns die Fragen gemeinsam machen. Eine Frage, die wir von außen bekommen haben, ist, ab wann könnte denn Wasserstoff und könnten die daraus entwickelten Gase, Power to X zum Beispiel, überhaupt eine tragende Rolle für die Netzstabilisierung spielen? Ab wann funktioniert das? Wie viel brauche ich denn da eigentlich? Herr Steiner, wollen Sie vielleicht zuerst dann, weil Sie gerade im Fluss waren? Und dann ja, mit Stabilisierung sprechen wir eigentlich immer halt von Verhinderung von Blackout und Versorgungssicherheit. Das wird heute eigentlich weitgehend so gewährleistet.
Man kann es über verschiedene Arten machen. Das, was momentan Usus ist, ich schmeiße den Windstrom im Norden weg und schmeiße Gaskraftwerke im Süden an und habe so den Markt gleichgestellt. Das war auch, und da reden wir auch, wie diese 6 Wirtschaftsminister schon seit Jahren davon, lasst uns diesen überschüssigen Strom nutzen. Aber da hieß es immer, nein, wir schieben den jetzt in die Wärmenetze. Und da ist er dann weg, aber die Wärmenetze haben gar nicht die Kapazität beziehungsweise halt die Power-to-Heat-Kapazität, um das aufzunehmen. Und vor allem sind es keine saisonalen Speicher. Also es ist von der Netzstabilisierung ist es ganz klar, wir können Wind und Sonne ausbauen wie blöd. Wir brauchen immer noch irgendeinen Anteil gesicherter Leistung und der wird halt aus der Gaskraft kommen, aus der Kraft-Wärme-Kopplung kommen, weil einfach die Pumpspeicher, die Batteriespeicher dafür nicht ausreichend sind. Und wir steigen aus Kohle und Atom aus, das heißt, wir müssen in die Speicher einsteigen. Und Studien, die viele Kollegen und auch ich verfasst haben, haben halt immer angenommen, dass die Netze gebaut werden. Und die Netze sorgen für einen räumlichen Ausgleich der erneuerbaren Energien, auch europaweit. Das ist also sehr sinnvoll. Und die Speicher sorgen für den zeitlichen Ausgleich. Und in den Studien ist immer angenommen, dass die Netze gebaut werden. Und deshalb kommt da immer raus, erst ab einem Anteil von 80% erneuerbaren Energien brauchen wir überhaupt Speicher. Und wir haben das auch schön dargelegt, auch in Agora-Studien mit RWTH Aachen und Co., und immer dazu gesagt, wenn die Netze gebaut werden, dann brauchen wir die Speicher erst später. Die Politik hat aber den ersten Halbsatz meistens vergessen und gesagt, Speicher sind kein Thema, das machen wir irgendwann im Jahr 2030. Und dadurch wurde es auch nicht berücksichtigt in den Netzentwicklungsplänen. Ich habe mich dann nach zahlreichen Analysen und Metastudien gesagt, hey, wir brauchen mindestens 300 Gigawatt, schreibt doch mindestens 1% davon rein fürs Jahr 2030. Und das wurde dann auch gemacht. Im Netzentwicklungsplan, im Szenario-Rahmen 2018, 2019 und die stehen jetzt drin. Aber halt, das ist natürlich viel zu wenig, um hier die Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Und langfristig, wie gesagt, also diesen Netzstabilisierungsfaktor als Ausgleich für eine Dunkelflaute, als Ausgleich für Zeiten ohne Wind und Sonne, das kommt dann halt erst später. Aber Sie dürfen nicht vergessen, selbst wenn die Leitung gebaut wird, eine Leitung bringt keine Versorgungssicherheit, eine Stromleitung, wenn am anderen Ende der Leitung kein Kraftwerk steht. Das funktioniert ja nur, wenn irgendwo Erzeugung auch da ist. Und wir haben einfach auch europaweit Situationen mit wenig Wind und wenig Sonne. Und für diese Zeiten brauchen Sie dann definitiv Power to Gas oder halt diese großen Wasserstoffspeicher, wobei es dann halt auch Richtung Methanisierung geht, weil halt, wir haben das jetzt in einem Forschungsprojekt auch mit gefördert vom BMBF, wo ich im Beirat saß, die Umwidmung von einer alten Gaskaverne zu einer Wasserstoffkaverne, 50 Millionen Euro. Also es geht halt richtig da ins Geld. Genau. Das so als Einschätzung, ja. Aber das wird eher halt das Letzte sein. Da hat der Herr Barth auch eine schöne Priorisierung gemacht. Wir brauchen es also am dringendsten von der Klimapolitik her in Industrie und Verkehr und dann halt langfristig auch als Stromspeicher. Aber solange wir noch günstiges Erdgas haben, was relativ CO2-arm ist, läuft es im Stromsektor so. Und Herr Barth, da Herr Sterner schon Ihre Priorisierung angesprochen hat, wird denn die Wasserstoffstrategie da dem gerecht? Ist der Einsatz als Langzeitspeicher für kalte Dunkelflauten wirklich vorgesehen? Das ist ja etwas, was tatsächlich, wie Michael Scharner auch schon sagte, nicht die allererste Handlung ist, die man braucht, die allererste Aktion, sondern wir müssen ja bedenken, ich wollte kurz auf das Thema Markthochlauf eingehen. Diese ganzen Umstellungen brauchen Zeit. Wir reden jetzt bei 2030 von 5 Gigawatt, 5000 Megawatt. Wir haben heute noch keine 100 MW in Betrieb in Deutschland. Es ist geplant gewesen, in den Reallaboren einige 100 MW zu installieren, aber es müssen ja auch Produktionskapazitäten geschaffen werden von den Unternehmen, die Elektrolyseure herstellen. Und das machen die natürlich nur, wenn die absehbar auch belastbare Marktszenarien sehen können, dass eben entsprechende Mengen auch dann abzusetzen sind. Und je größer diese Mengen sind und je belastbarer diese Märkte sind, und dazu braucht man eben natürlich auch ein Geschäftsmodell, das auch für den Betreiber und den Investor Sinn macht, dann wird auch schneller diese Produktionskapazität hochgerammt werden. Und das ist dann egal, wo ich die Elektrolyseure baue, ob das jetzt in Deutschland oder in Europa oder in Nordafrika ist. Die Voraussetzung muss ich schaffen.
Und das muss sozusagen bis zu Ende, muss da ein Geschäftsmodell existieren, damit Investitionen auch getätigt werden können. Weil alleine die Ankündigung, wir wollen 5 Gigawatt in 2030 haben, reicht ja nicht aus, damit es auch passiert, sondern es müssen dann flankierende regulatorische Maßnahmen und so weiter ergriffen werden. Und dieser Markthochlauf bedingt natürlich, dass wir Zeit brauchen, bevor sich dann diese Elektrolyseurkapazitäten oder die Wasserstoffmengen, die dann auch als Backup zur Verfügung stehen, wirklich auswirken. Nochmal kurzes Zahlenbeispiel. In 2030 wird ein Wasserstoffbedarf von ungefähr 100 Terawattstunden abgeschätzt und diese 5 Gigawatt, die würden etwa 15% davon liefern, wenn sie dann mit 4000 Stunden Offshore betrieben werden. Das heißt, das ist immer noch ein relativ kleiner Anteil und von den 600, die wir dann in 2050 haben, sind wir noch weit entfernt. Da muss bis 2035, 40 und so weiter noch sehr, sehr viel passieren. Wir müssen eben einige Gigawatt an Elektrolysekapazität jedes Jahr dazu bauen. Und diese Produktionskapazitäten müssen geschaffen werden. Die internationalen Märkte sind auch sehr groß. Da wird viel passieren, aber es braucht Zeit. Aber wir haben auch keine Zeit mehr. Wir müssen diese Weichenstellungen jetzt machen und müssen das System hochrempeln sozusagen, damit wir auch dann in 10 Jahren überhaupt nennenswerte Mengen zur Verfügung haben. Wir haben das im Fraunhofer Wasserstoffnetzwerk auch schon durchgespielt, mit welchen Investitionen man da rechnen muss, wie der Markthochlauf aussehen kann. Das ist alles gut beherrschbar und bezahlbar, aber man muss es auch entschlossen umsetzen. Und das ist das, wo wir jetzt schon die Wasserstoffstrategie, die nationale und auch die Mittel, die jetzt auch über das Konjunkturpaket da zur Verfügung gestellt werden, als den entscheidenden Impuls sehen, um diesen Markthochlauf auch loszutreten. Sie haben eben gerade schon erwähnt, die Wasserstoffstrategie sieht offenbar vor, dass der Wasserstoff offshore erzeugt wird von Windanlagen. Ich sehe ein, dass der Wasserstoff dann grün ist, weil kein anderes Kohlekraftwerk daran beteiligt ist, aber er steht natürlich damit nicht mehr für die Energiewende zur Verfügung. Man kann damit also keinen Braunkohlestrom mehr ersetzen. Inwiefern ist das denn sinnvoll? Wenn ich da vielleicht nochmal kurz darauf antworten darf, das ist natürlich die Haupt Herausforderung bei diesem Markthochlauf. Ich hatte ja eingangs bei meinem Statement gesagt, das Entscheidende ist der entschlossene Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wenn wir das nicht machen, sondern stattdessen Windparks bauen, die ausschließlich Wasserstoff erzeugen, und das ist auch wieder unerheblich, ob wir das in der Nordsee tun oder in Marokko, dann verdrängen wir natürlich die direkte Stromnutzung und dann hat das einen umgekehrten Effekt. Das darf nicht passieren. Das kann vielleicht in einer Markthochlaufphase mal kurzzeitig ein kurzfristiger Effekt sein, aber letztendlich geht es um nachhaltigen grünen Wasserstoff. Das heißt, Voraussetzung ist, dass wir entsprechende Mengen an grünem Strom zur Verfügung haben. Und das müssen auch Kriterien sein, die bei den Energiepartnerschaften im Ausland angelegt werden müssen. Auch dort darf der grüne Strom, der dort für die Elektrolyse produziert wird, nicht die direkte Stromnutzung vor Ort verdrängen. Das ist ganz, ganz wichtig. Herr Scherne, wir haben hier noch eine Frage bekommen, ob Sie uns vielleicht mal die Bedeutung des Überschussstroms bei der Erzeugung von Wasserstoff erklären könnten. Wird Wasserstofferzeugung jemals wirtschaftlich sein, solange Strom etwas kostet? Das war genau die Ausgangssituation vor etwa 10 Jahren, dass es einfach irrsinnig erschien, aus dieser edlen Energie, Wind und Sonne oder halt Strom, etwas zu machen, was dann halt energetisch oder exergetisch, im Fachtermin gesprochen, halt weniger wert ist. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn es auch ökonomisch irgendwo sinnvoll ist. Und diese Thematik der Überschussströme ist zum ersten Mal aufgetaucht, als es zum ersten Mal negative Strompreise gab, eben, das war so 2008, 2009, wo wir halt auch Analysen an dem Institut, wo ich vorher gearbeitet habe, wo ja Herr Barth arbeitet, gefahren haben, dass wir sehen, okay, desto mehr Windstrom am Netz ist, desto günstiger ist der Strompreis. Und das sehen wir heute halt auch. Und dann kann man sozusagen hier die Nachfrage erhöhen und die überschüssigen Energien abgreifen. Wenn man das aber auf eine Wasserstoffelektrolyse ummünzt, dann sehen Sie einfach in der Technik, das kann man zwar so auslegen, aber es ist unbezahlbar, weil einfach diese Überschüsse zu geringen Stunden auftreten in sehr hohen Spitzen. Also das wäre nicht wirtschaftlich und das ist das Dilemma. Das Thema Überschussstrom hat sich dann aber sehr stark in den Köpfen verfangen, dass Strom quasi nichts kostet, aber das ist natürlich eine Mehr. Das gibt es so nicht.
Und wenn Sie eine Elektrolyseanlage ist eigentlich eine chemische Anlage, die läuft am liebsten Strich das ganze Jahr durch, 8760 Stunden. Und da gab es auch ein paar Projekte, das war aber dann auch wieder logisch. Überlegen Sie mal, wo kommt der Strom denn her, wenn diese Anlage 8760 Stunden läuft und sie nicht gerade an der Wasserkraftanlage hängt oder an der Geothermieanlage. Die kommt dann aus der Kohleverstromung und das kann es dann absolut nicht sein, dass ich Coal to Gas mache, also Kohle umwandle in Gas und dann damit Auto fahre oder halt Stahl herstelle, das ist absolut klimaschädlich. Und daran hat sich ja auch immer die Kritik entzündet. Also von daher ist es genau die Mitte, ungefähr 4000 Stunden. Das haben wir auch in einer Studie gemacht, halt zur Markteinführung. Da haben wir für die Power-to-X-Allianz, das ist ein Verband aus VDA, also Automobilindustrie, Gaswirtschaft, Mineralölwirtschaft und Maschinenbauern, die sich das genau angeschaut haben und einfach gesagt haben, das ist ein Zukunftsthema für uns, wie können wir denn das umsetzen? Und dann hieß es aus dem BMWI schon 2016, naja, überlegt mal eine Markteinführung, weil die EEG-Umlage bekommen wir nicht weg. Und dann haben wir halt dieses Markteinführungsprogramm konzipiert, dass man halt die Überschüsse mitnimmt und in diesen Zeiten halt eine Umlagenbefreiung bekommt, das sind ungefähr 500 Stunden, und die 4000 Stunden dann halt an erneuerbare Energien gekoppelt sein müssen. Und darüber hinaus dann halt eine Ausschreibung stattfindet, jedes Jahr 1 Gigawatt Elektrolyse, über 6 Jahre ausgeschrieben. Aber die Kosten waren schon entsprechend hoch. Das waren Kosten von 1 Milliarde jedes Jahr, was ich bräuchte, um das Ganze hier halt aufzubauen. Aber die Argumentation ist eben dieselbige. Wenn wir es jetzt hier nicht schaffen, national voranzuschreiten, dann verlieren wir wieder den Anschluss im internationalen Umfeld. Es gab da auch eine Frage zu Südkorea, China und Japan. Japan ist da natürlich schon weiter, auch China baut massiv aus. Südkorea kann ich jetzt nicht beurteilen, aber halt Japan ist da entsprechend schon auch länger dabei. Das Thema Wasserstoff gibt es ja schon seit den 80ern und es war immer wieder auf und ab und ein Hype und ein Kommen und ein Gehen. Aber jetzt durch diesen Druck aus Paris wird es definitiv kommen. Also Überschussstrom ist eine Sache von gestern. Wir sprechen eigentlich halt von bedarfsgerechter Erzeugung und ich würde auch eher darauf fokussieren, dass man sagt, das sind jetzt Anlagen, die halt dann rein dafür da sind, Wasserstoff zu erzeugen. Und das war dann auch immer der Umweg für die Industrie, um diese Abgaben, Umlagen, Steuern einzusparen, nämlich, dass man halt eine Windkraftanlage baut oder halt einen Windpark und dann direkt mit einer Elektrolyse verknüpft, weil ich mir dann diese Abgaben, Umlagen, Steuern spare. Oder genauso auf dem Chemiepark. Aber halt jetzt dann über die öffentliche Infrastruktur zu gehen, das wurde einfach immer wieder zerschossen durch diese Steuern, Abgaben, Umlagen. Und von daher ist halt Offshore sehr naheliegend, weil wir da halt die entsprechenden hohe Auslastung der Anlagen haben. Es ist grüner Strom und ich könnte dann halt auch beispielsweise sagen, alles, was über ein gewisses Level geht, wird in Wasserstoff umgewandelt und darunter habe ich dann stabiles Band, was ich stabil in die Netze einspeisen kann. Also solche Konzepte gibt's und ich plädiere auch schon seit Jahren dafür, dass man halt sich überlegt, wir haben in der Nordsee eine super Gasinfrastruktur. Warum die nicht nutzen, bevor man jetzt wieder für 1 Million alte Öl- und Gasplattformen abreißt? Man könnte die einfach umbauen und dann neuen Wein in alte Schläuche gießen sozusagen. Ne? Oder halt die bestehende Infrastruktur nutzen und dadurch halt auch wieder volkswirtschaftliche Kosten sparen. Weil der Aufbau einer komplett neuen Wasserstoffinfrastruktur ist aus unseren Berechnungen her nicht drin. Also das hat sich einfach auch gerade auch in der Mobilität nicht gezeigt. Herr Barth, gibt es denn da die Möglichkeit, zwischendurch auch mal auf sogenannten blauen Wasserstoff zu setzen für den Markthochlauf, bevor die, weil ja auch die Erzeuger so schnell nicht da sein werden, was ein bisschen dauern wird, bis man eine 5 Gigawatt Windturbine mehr installiert hat. Kann man da sinnvollerweise auch auf sogenannten blauen Wasserstoff setzen, auf konventionell erzeugten, indem man einfach das bei der Erzeugung entstehende CO2 wieder abnimmt? Gibt das Sinn? Ja, das finde ich eine der schwierigsten Fragen tatsächlich in diesem ganzen Kontext. Natürlich ist es eine naheliegende Argumentation zu sagen, okay, wenn ich jetzt den grünen Wasserstoff nicht so schnell in der Menge zur Verfügung habe, ich aber jetzt eine Infrastruktur schaffen will, dann nutze ich doch erstmal blauen Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird. Nun muss man dazu aber sagen, dass blauer Wasserstoff nicht CO2-frei ist, wie das gerne dargestellt wird, sondern bei dieser
Abtrennung des Kohlendioxids, da wird nicht 100% abgetrennt, sondern 85 bis 95%. Darüber hinaus hat man ja in der vorgelagerten Erdgaskette von der Exploration bis zur Nutzung hat man auch Methanschlupf, Methanemissionen. Und Methan wirkt wesentlich stärker als Treibhausgas, als CO2. Das heißt, da sind auch schon kleine Mengen relativ stark wirksam, sodass man in der Summe sagen muss, dass man eben immer auch eine Treibhausgaswirkung hat, selbst bei blauem Wasserstoff, die nicht zu vernachlässigen ist. Das heißt, man darf auf keinen Fall so tun, als wenn der blaue Wasserstoff in gleicher Weise eine nachhaltige Lösung darstellen würde wie der grüne. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir haben ja letzte Woche eine Wasserstoffstudie veröffentlicht, wo wir das auch nochmal ein bisschen dargestellt haben. Es gibt ja auch nicht nur grünen und blauen, es gibt noch ganz andere Farben. Wir haben das mal unter dem Kapitel Farbenlehre nochmal so ein bisschen zusammengefasst, wie da der Stand ist. Das heißt, ich kann nachvollziehen diesen Wunsch, diese Überbrückung dieser Lücken, die da vielleicht entstehen. Wir hatten ja gesagt, 100 Terawattstunden bis 2030, davon 15% aus nationalen Quellen, Elektrolysequellen. Wo kommt der Rest her? Importe plus blauem Wasserstoff. Das ist naheliegend. Es besteht aber die große Gefahr, dass dann Wasserstoffanwendungen sehr schnell steigen und dann sehr viel Wasserstoff nachgefragt wird und dieser Bedarf nur im Wesentlichen durch blauen Wasserstoff dann gedeckt wird. Kann. Und dann hat es eben eine negative Wirkung. Also wenn ich ein Pkw oder ein Fahrzeug mit blauem Wasserstoff betreibe, den ich vorher aus Erdgas erzeugt habe, dann reduziert das eben nicht die Treibhausgasemissionen in der Gesamtbilanz. Das heißt, da muss man ganz vorsichtig sein. Ich bin sehr skeptisch, was große Mengen blauen Wasserstoff angeht, weil einfach die CO2-Unterbringung auch noch mit großen Risiken verbunden ist. Das ist eben auch nicht Stand der Technik. Da ist noch einiges zu tun. Da gibt es auch vom Umweltbundesamt durchaus kritische Untersuchungen dazu. Und dass man das so in so kurzer Zeit dann auch so stark hochrempen können wird, dass da nennenswerte Mengen blauem Wasserstoff zur Verfügung stehen, da habe ich auch große Zweifel dran. Jetzt haben Sie mir beide ja auch erzählt, dass es wichtig ist, mit dem Wasserstoff die Mobilität, also Fahrzeuge zu betreiben. Und das ist ja auch ein Schwerpunkt in der Strategie, dezidiert die Fahrzeugindustrie dort zu fördern. Busse, Lkw sind, glaube ich, weitgehend unumstritten. Aber inwiefern ist diese Wasserstofftechnik eine echte Option für den Pkw-Bereich? Und kommen wir da nicht in so eine äußerst unglückliche Konkurrenz mit den batterieelektrischen Antrieben? Vielleicht ist das was für Sie, Herr Sterner. Ja, das haben wir lang und breit diskutiert in der Dieselkommission zu alternativen Kraftstoffen und Antrieben, wo ich dann letztendlich gesagt habe, beides, also nicht entweder Elektromobilität oder Wasserstoffmobilität, beides. Und deswegen braucht man neben der Plattform Elektromobilität auch noch eine Plattform synthetische Kraftstoffe. Das hat der damalige Staatssekretär Machnik im BMWi sehr gut gefunden. Daraus ist jetzt eben auch die Umwandlung von dieser Plattform Elektromobilität hin zur Plattform nachhaltige oder halt Mobilität der Zukunft entstanden. Und der Punkt ist schlichtweg, dass jetzt im Pkw-Bereich einfach die Reichweite der Elektromobile so weit steigen wird, dass es halt also bei 400-500 Kilometern halt dann in die Reichweiten von Brennstoffzellenfahrzeugen geht, die so 500-700 Kilometer haben. Und dann kommen halt auch noch die CNG-Fahrzeuge, Gasfahrzeuge und normale Diesel. Und da ist die Konkurrenz dann doch sehr groß. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Ladepunkte wir jetzt rein elektrisch haben, das macht hier doch mehr Sinn, auch aus Effizienzgründen, weil einfach das elektrische Auto noch mal doppelt so effizient ist wie das Brennstoffzellenauto, dass man hier eher auf die Elektromobilität setzt. Natürlich haben sie das Reichweitenthema, aber ich habe halt einfach den Eindruck, dass mit steigender Reichweite der Elektromobile halt der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Pkw kannibalisiert wird. Zudem haben sie einfach ja so ein Elektroauto oder halt normales Auto 20.000, 30.000 Euro Mittelklasse und ein Brennstoffzellenauto, da sind wir halt bei 60.000, 70.000 Euro, also beim Faktor 2 bis 3. Zudem haben sie halt relativ wenige Tankstellen, jede Tankstelle mindestens eine Million und halt keine klare Abnahme. Und ich möchte Ihnen hier einfach einen Vergleich geben, wie das in anderen Mobilitätsbereichen aussieht. Beispielsweise Bahn. Es gibt ja schon Züge, Regionalzüge, die mit Wasserstoff laufen. Wir haben hier jüngst auch für ein
im Wahlkreis vom Herrn Gerd Müller, also in Kempten, halt eine Analyse gemacht, weil die seit 40 Jahren da nur Dieselzüge haben und die LKWs da rein und rausfahren in Kempten, die Diesel-LKWs, um die Züge zu betanken. Und da war es in der Tat so, dass das interessanter ist und so wirtschaftlich bereits jetzt zum Fliegen kommt. Warum? Weil einfach eine Diesellok ein Sondermaschinenbau ist, eine Sonderanfertigung, die 3 Millionen Euro kostet. Eine Brennstoffzellenlok kostet dann 4 Millionen. Also da ist der Unterschied nicht mehr so hoch im Vergleich zum PKW, wo der Sprung sehr hoch ist. Und zum anderen haben wir dort halt uns die ganzen Potenziale angeschaut für Wind und Sonne, aber halt auch an konventionelle Erzeugung beziehungsweise an der Müllverbrennungsanlage. Und da haben sie halt einfach sehr, sehr günstigen Strom, sehr konstant, den sie dann günstig abgreifen können. Zu deren Glück steht halt das auch direkt neben dem Hauptbahnhof oder ist da angebunden über die Schienen. Und dadurch sparen die sich halt Steuern, Abgaben, Umlagen und haben eine definierte Abnahmemenge über 10 Jahre prognostizierbar, einen Punkt und große Mengen. Und dann kommt die Wasserstoffmobilität zum Fliegen wirtschaftlich. Dann ist es wirklich eine wirtschaftliche Alternative zum Diesel. Weil wenn sie, aber das ist halt, wie gesagt, dann eigentlich eine Nische. Wenn sie halt einfach ähnliche Investitionskosten haben und einfach ähnliche Betriebskosten. Und die sparen sich dadurch natürlich diese Diesel-LKWs, die entsprechenden Feinstaubemissionen in der Stadt und entlang der Strecke. Der Zug ist super leise. Also in diesen Bereichen kommt die Wasserstoffmobilität zum Fliegen. Ich bin mir sicher, auch in der Logistik und auch beim Schiff und dann halt als Derivat davon, als Power-to-Liquid im Flugverkehr. Aber in der individualisierten Verkehr, im motorisierten Individualverkehr, also PKWs, sehe ich es eher nicht. Da bin ich oft im Clinch mit Kollegen, die halt sagen, nein, das wird kommen, weil die Leute wollen einfach nicht so lange tanken. Aber ehrlich gesagt, aus Effizienz- und Kostengründen, wir haben selbst zu Hause ein Elektromobil, ich fahre jetzt 100 Kilometer für 1 Euro, das ist traumhaft. Also wenn man einmal Blut geleckt hat bei der Elektromobilität, dann glaube ich, geht das. Wasserstoffautos fahren sich genauso toll und es geht halt schneller mit dem Tanken. Aber wie gesagt, allein der Saugrüssel, 18.000 Euro, das ist noch eine relativ teure Mobilität, gerade im PKW-Bereich. Sagen Sie, Herr Barth, an Sie noch eine Frage. Wir hatten ja endlos viele Sachen aufgezählt, wofür Wasserstoff alles genutzt werden soll und kann. Aber gibt es auch Sachen, für die Wasserstoff besser nicht genutzt werden soll? Sie haben sich doch Gedanken dazu gemacht. Ja, wir haben ja in dieser Studie, die ich eben schon erwähnte, die in der letzten Woche veröffentlicht wurde, uns speziell nochmal die Gebäudewärmeversorgung angeschaut. Und das ist eben ein Themenkomplex, wo auch darüber nachgedacht wird, würde es nicht Sinn machen, wenn wir schon die Erdgasnetze vollständig umwidmen in Wasserstoff, dann an jedem Haus einen Wasserstoffanschluss zu haben und das den Heizbedarf dann mit einem Wasserstoffbrenner zu decken. Und das haben wir in der Studie sehr genau untersucht und wir haben es zusammengefasst, was der Erkenntnisprozess da ist. Das ist eigentlich auch schon länger bekannt. Das ist natürlich mit einer Wärmepumpe, wenn Sie vergleichen, wie viel Wärme Sie aus einer Wärmepumpe rauskriegen für eine Kilowattstunde Strom. Da kriegen Sie dann etwa 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme raus. Ein Faktor 5 bis 6 im Verhältnis zur Wasserstoffnutzung, zur Beheizung, zur Raumwärmenutzung. Das heißt, das ist eine sehr, sehr ineffiziente Alternative, Wasserstoff hier einzusetzen. Und wenn man das hochrechnet auf Deutschland mit einem Anteil von 50% Gas in der Raumwärmenutzung, da kommen erklägliche Mehrmengen dazu. Das heißt, man müsste deutlich mehr Wasserstoff importieren und dann kommen wir eben auch in Regionen immer weiter hinein, wo dann auch der Wasserstoff immer teurer wird. Es gibt einen sogenannten negativen Skaleneffekt bei dem Wasserstoffpotenzial. Das heißt, je mehr Wasserstoff Sie produzieren wollen, umso mehr müssen Sie auch Standorte hinzuziehen, die weniger gut sind. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, im Ausland kann man durch geschickte Kombination von Wind und Photovoltaik 5.000, 6.000 Volllaststunden für so eine Elektrolyse erreichen. Und das ist ein wichtiger Schlüssel, um den Wasserstoffpreis zu senken. Aber wenn die guten Wind- und Solarstandorte mal genutzt sind und ich brauche dann immer noch mehr Wasserstoff, muss ich auch ungünstigere Standorte nehmen. Das heißt, der Wasserstoff wird teurer. Das haben wir in der Studie mal ein bisschen beziffert, was das heißt. Jetzt speziell für nordafrikanische Länder, Marokko und Tunesien haben wir da angeschaut. Das heißt, da sieht man, dass sozusagen die Gesamtkosten für die Energiewende dann auch noch vorangehen. Demgegenüber
steht natürlich dann die direkte Nutzung in der Wärmepumpe. Auch da muss man sicherlich noch einiges tun. Wir reden auch hier über Wärmenetze, ist auch ein Forschungsschwerpunkt hier bei uns im Haus, wie man das im Gebäudebestand vernünftig umsetzen kann. Wir müssen die Sanierungsquote erhöhen. Und da sehen wir wieder, wie verknüpft die ganzen Themen der Energiewende sind. Man kann das nicht unabhängig voneinander diskutieren und einzelne Silver-Bullet-Lösungen favorisieren, die das jetzt vielleicht teilweise für den Wasserstoff auch schon wieder getan wird, als wenn das jetzt die Lösung für alles wäre. Nein, ist es nicht. Es ist ein Baustein, ein wichtiger Baustein, Lösungsbaustein einer Energiewende, die aber weitreichender ist als nur das Thema Mobilität oder nur das Thema Backup-Kraftwerke. Das Ganze muss stimmig sein und das Ganze muss aufeinander passen. Unser alter Institutsleiter Jürgen Schmidt, der hat mal so formuliert, die Energiewende braucht einen Masterplan. Und ich glaube, dass wir uns im Augenblick wieder ein Stück in Richtung eines solchen Masterplans hinbewegen, der plausibel und mit abgestimmten Maßnahmen dann auch zielführend ist. Und das ist ganz wichtig, da alle Energiesektoren, alle Bereiche im Blick zu behalten. Herr Sterner hat es ja schon angedeutet, Herr Barth, wie sehen Sie das? Wie steht Deutschland in Sachen Wasserstoffwirtschaft international da, wenn man es mit Südkorea, China, Japan vergleicht? Na gut, Japan hat ja zum Anlass der Olympiade dort sehr ambitionierte Dinge vorgeschlagen. Da wird im großen Stil Wasserstoffwirtschaft ausgerollt, da wird ganz viel importiert. Da hat man schon etwas früher als hier, schon vor ein paar Jahren, sich sozusagen auf eine belastbare Roadmap eingeschossen. Wir haben sehr viele europäische Nachbarländer, die das auch schon längst getan haben, die schon vor Jahren beschlossen haben, ihr Gas komplett grün zu machen bis zu einem bestimmten Stichtag oder nur emissionsfreie Busse zuzulassen in Städten. Selbst in Großbritannien, in London oder so ist das schon länger schon geplant und auch viel früher geplant als bei uns. Das heißt, es ist gut, dass wir jetzt nachlegen mit Belastbarkeit. Zielen, aber wir sind sozusagen, was die Ambitionen angeht, da nicht unbedingt der Musterschüler. Wenn man es von der Technologieseite her betrachtet und Chancen der deutschen Wirtschaft, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben große, große Hersteller, die da vorgelegt haben, die sehr, sagen wir mal, moderne Elektrolyse-Technologie in eine Skalierung gebracht haben, die weltweit einmalig ist. Also da ist der Zug noch längst nicht abgefahren. Wie gesagt, jetzt werden ja erst die Produktionskapazitäten geschaffen. Ich glaube, da sind wir gut positioniert. Ich würde so ein bisschen sagen, in letzter Minute haben wir das noch hingekriegt. Zu spät ist es nicht. Aber wir müssen es jetzt auch mit Dampf durchziehen. Herr Sterner, so für unsere letzte Schlussrunde. Wasserstoff wird ja immer nun gerne mit als das neue Öl bezeichnet oder mancher nennt es auch die silberne Kugel, mit der man den Klimawandel jetzt erlegen könnte, freistützmäßig. Ist das so? Ist Wasserstoff das neue Öl? Wie sehen Sie das? So ähnlich wie Herr Barth. Also man muss aufpassen. Ich sage immer, dass das Wasserstoff eine eierlegende Wollmilchsau ist, weil es technisch einfach alles kann. Aber ist das auch sinnvoll? Von den Potenzialen her, von der Wirtschaftlichkeit her, von der Technik. Und da ist es halt einfach so, dass wir immer das Henne-Ei-Problem beim Wasserstoff hatten. Entweder gab es keinen Wasserstoff oder es gab keine Technologien dafür. Und jetzt gibt es mal Wasserstoff, aber wie bringe ich den in die Infrastruktur? Und das ist einfach auch mein Kernthema, weil diese reine Wasserstoffwelt mit Brennstoffzelle ist immer eigentlich daran gescheitert, dass die Brennstoffzelle noch nicht so weit war. Also da brauchen wir noch mehr Forschung, um die Brennstoffzellen da voranzubringen, dass die auch langfristig halten und nicht degradieren und kaputt gehen. Und solange das noch nicht so ist, macht es durchaus Sinn, die bestehenden Infrastrukturen zu nutzen. Und daher auch dieser Gedanke, also nachdem wir Power2Gas veröffentlicht haben, sind relativ schnell die Kollegen aus Dresden von Sunfire gekommen und haben gesagt, hey, wir machen Power2Liquid. Gab es auch einen schönen Handelsblattartikel, die drei von der Tankstelle. Und das sind nach wie vor die gleichen, die jetzt auch in Norwegen dann im großen Stil Power2Liquid machen und quasi dieses Öl, Wasserstoff zu Öl umwandeln. Es ändert aber nichts an der Effizienz eines Verbrennungsmotors. Und dann haben Sie einfach den Faktor 5 bis 7 mehr Strom, den Sie brauchen, um dieses Öl herzustellen. Also sollten Sie dieses Öl bitte nur in die Bereiche bringen, wo es wirklich auch Sinn macht. Und auch in der Dieselkommission saßen Leute, die halt Zeit ihres Lebens nur am Dieselmotor geforscht haben und jetzt einfach
in diesen Power to Liquid einfach die grüne Hoffnung sahen für die Verlängerung der Lebenszeit des Verbrennungsmotors. Ich sehe den schon, aber halt eher in der Turbine, im Flugzeug oder halt im Schiff, weil die haben halt wirklich im internationalen Verkehr sonst keine Alternative. Oder eben auch in der Industrie, Ammoniakherstellung, Düngemittel, daraus abgeleitet, die chemischen Grundstoffe. Also fast alles, was wir haben, hat irgendwo auch einen Plastikanteil und von daher, das muss ja zukünftig auch bereitgestellt werden. Es kann also eine sinnvolle Sache sein, es kann eine Silver Bullet sein, aber nicht für alles. Man soll diese Silver Bullet gezielt einsetzen. Also wenn Sie jetzt ein Gewehr haben und Sie haben nur begrenzte Patronen, dann sollten Sie die Ziele treffen, diese Klimaziele, damit Sie insgesamt diese Scheibe fossile Energie umschlagen. Und das ist halt auch das, was ich jetzt ein bisschen bei blauem Wasserstoff befürchte und bei Türkisen. Gerade bei Türkisen, da setzen wir auf eine Technologie, wo es noch nicht wirklich Zahlen gibt, wo es 2 Wochen Versuche gab. Das ist ein ganz anderer Status wie jetzt bei Power to X, wo wir, also bei Power to Gas, wo es wirklich 30, 40 Anlagen gibt. Ich habe das in Deutschland, da sind wir Pioniere, habe ich eine Übersicht gegeben. Und da halt wirklich schon wesentlich weiter sind. Und mein Eindruck ist, dass dann halt auch, muss ich ein bisschen Kritik üben am Mineralölverband. Die machen jetzt Werbung überall. Wir können grünes Öl herstellen, alles toll. Aber dann ist es, wie Herr Barth schon gesagt hat, also im Wärmebereich sehen wir es auch eher nicht. Gerade halt das Öl nicht, weil da gibt es Alternativen. Beim Gas bin ich ein bisschen anderer Ansicht, weil wir halt auch sehr gute Gasinfrastruktur haben und es gerade im hochverdichteten Bereich, wenn ich da eine Kraft-Wärme-Kopplung einsetze, die ich langfristig auch für die Stabilisierung der Stromnetze brauche, dann macht es Sinn, dass ich da auch mit Gas reingehe. Dann ist es einigermaßen effizient genutzt, anstatt halt mit fossilem Gas. Also da müssen wir diese Infrastruktursachen auch immer mitdenken und zweifelsohne überall Wärmepumpen machen, wo es geht. Aber es gibt halt auch ein paar Bereiche in der Wärme, in der Hochtemperaturwärme, in industriellen Anwendungen, wo wir einfach noch nicht die Antworten haben, die wir bräuchten, wie das mit Wärmepumpen läuft. Aber generell, klar, und das war halt einfach die Debatte der letzten Jahre, all electric, wir machen nur noch Strom, ist aber zu kurz gesprungen. Damit klappt es nicht und da geht die Industrie auch nicht mit. Und von daher ist es schon gut, Richtung Moleküle zu gehen und da dann natürlich Wasserstoff direkt nutzen, wenn es möglich ist, wenn es nicht möglich ist, weitergehen zu Gas oder zu Flüssigkeiten oder zu anderen Produkten. Und da schreit einfach die Stahlindustrie und die Chemieindustrie zu Recht am lautesten, weil die einfach sonst keine Dekarbonisierungsoption haben. Aber im Wärmebereich haben sie Solarthermie, da haben sie die Biomasse-Holzheizungen, da haben sie halt Geothermie. Also da gibt es einfach zig Lösungen und vor allem halt auch mehr Effizienz über die Gebäudedämmung, Gebäudesanierung. Also von daher, Jürgen Schmidt wurde schon zitiert, mein alter Doktorvater, unser Doktorvater, das ist definitiv so, wir bräuchten da einen Masterplan. Wir haben sowas auch mal gemacht, 2012 mit Martin Pehn zusammen, also im EFOI, und den vorgestellt im BMU, aber das war damals einfach noch zu früh. Und die Dinge brauchen auch ihre Zeit und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass die Wasserstoffstrategie zur richtigen Zeit kommt, aber sie muss halt auch entsprechend begleitet werden, damit sie sinngerecht umgesetzt wird und diese Steuergelder, die wir da jetzt reingeben, auch zukunftsgerichtet die Klimaziele erfüllen und das Ganze treffen. Prima. Wir haben doch noch eine allerletzte Frage, die richtig ist an Herrn Pardon, für den auch die Möglichkeit geben, als das Öl. Aber wir haben eine Frage bekommen, dass Kollege Kämpfer hat kürzlich gesagt, um eine Einheit Wasserstoffenergie zu gewinnen, müssen Sie einen Ökostrom einsetzen. Wann wird das denn besprochen? Oder ist das übertrieben? Ich höre Sie jetzt ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, der Rest versteht mich. Ich kann es auch in den Chat schreiben, das ist natürlich übertrieben. Wir brauchen 1,5 Einheiten Ökostrom, um eine Einheit Wasserstoff zu gewinnen. Herr Steiner ist hier eingebrochen. Sie können mich noch hören, ja? Ja. Ich höre Sie auch nur sehr abgehackt. Okay. Ja, dann. Unser Gespräch ist technisch ab, Katastrophen ab, gibt, beende ich das hier leider. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie alle teilgenommen haben. Wir haben schon gehört, dass das etwas übertrieben ist. Wir können die Frage gerne, individuell nachliefern. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Vielen Dank an Herrn Siehn, vielen Dank an Herrn Sterner. Ihnen dann zu sagen, Sie können die Aufzeichnung des Gesprächs heute Nachmittag auf unserer Homepage abrufen. Das Transkript folgt dann so schnell wie möglich. In diesem Sinne, danke fürs Teilnehmen.
und bis bald. Tschüss. Dankeschön. Herzlichen Dank.